heutigen Zeit werden Sie blind oder lahm, aber es ist sehr wichtig, die richtigen Ohren zu haben. Zu hören und zu schauen geschieht heutzutage auch über die Ohren. Es kann Defekt im Augen geben, aber wir haben volles Vertrauen in das Ohren, um das Ohr, weil unsere Ohren gehört haben. Wer hat von wem gehört? Es ist nicht wichtig. Unsere Ohren haben gehört, das ist genug. Unsere Ohren sind geschickt darin, retroaktiv Unsinn vorübergehend lernen und gerückt nach Christen zu hören. Aber einige Dinge passen nicht gut zu den Ohren. Wie der Rat der Eltern und der Satzung-Diskussion. Unsere Ohren ärgern sich und Ohren einen zu und entführt sich von anderen. Ja, das musste ich sagen. Okay, am Anfang hast du gesagt, dass es gibt eine Ironie. Und dann gleich dachte ich, was für eine Ironie gibt es da? Also dann, meine Frau sagt, ich höre nicht zu. Und ich sage, sie kann nicht sehen, dass ich beschäftigt bin. Ja, also Ironie gibt es ja immer. Und... Es. Hallo? Ja, bitte. Ja, guten ja. Morgen. Morgen, Frau Schellner. Morgen. Guten Morgen. Heutiges Thema haben Sie so schon, das haben Sie gewählt, dass, ja, ich konnte nicht das vorstellen, dass das kann ein Thema sein. Das gefällt mir sehr gut. Oh mein Gott, vielen lieben Dank. Ich habe einfach etwas geteilt. Vielen lieben Dank, dass Sie das sagen. Ja, das kann ein wunderschönes Thema sein. Und das ist heutiges Thema und das gefällt mir sehr gut. Jetzt beginne ich mit dem Thema. Wenn ein Kind geboren ist, spricht er mit ihrer Mutter. Zuerst mit dem Augen. Die Kommunikation läuft ohne zu sprechen. Diese Kommunikation läuft ohne zu sprechen. Obwohl das Kind nie sprechen kann, nie ein Wort sprechen kann, spricht es alles mit Augenblicken und die Mutter versteht alles. Wenn wird es jünger, lernt er die Sprache, aber die Augen zeigen die Emotionen, die die Kinder manchmal nicht mündlich sprechen wollen. Zum Beispiel sehen wir, die Kinder zeigen Fröhlichkeit, Traurigkeit, Müdigkeit und den Ärger und viele andere Emotionen werden durch Augen gezeigt. Und ja, Mutter versteht alles. Wenn er nichts spricht und Augen sagen ja oder nein ohne zu sprechen. Manche glauben, dass die Augen sind der Spiegel der Mensch. Man kann mit dem Augen nicht falsch sprechen. Deshalb die Augen präsentieren sich als die Symbole der Wahrheit. Wie die innere Emotionen sind, die gleiche Weise sehen die Augen aus. Jetzt komme ich zu Ohren. Die Ohren sind auch sehr, sehr wichtige Organ für Kommunikation zu halten, besser zu verstehen und besser reagieren. Mit Ohren ist es möglich, dass die Informationen, die gehört sind, können falsch sein. Aber nicht immer. Aber manchmal sehen wir die falschen Emotionen, Informationen, die wir hören, kann so sein. Aber ohne Ohren und Augen auch ist Leben möglich. Das sehen wir in täglich Leben, wenn viele Menschen verbringen ihr Leben ohne Augen und Ohren. Die sind nicht richtige Augen und Ohren. Diese, ja,
mit dieser Augen und Ohren funktioniert nicht richtigerweise, aber das wird eben ein bisschen schwierig. Das Leben wird dann ein bisschen schwierig. Obwohl die Menschen, die leider nicht sehen können, die wunderschönes Land, sehen sie die Schönheit mit ihrem inneren Gehirn und Soul. Sie können nicht sehen, trotzdem können sie die Natur fühlen. Und ja, das habe ich etwas zu mitteilen. Danke. Vielen lieben Dank, Frau Sharma. Sehr gute Bemerkungen. Und wissen Sie, Sie wissen schon natürlich, die Augen und Ohren sind Nachbar, aber sie treffen sich nicht. Ja? Ja. Gut. Ja, darf ich was sagen? Ja, bitte, gerne. Ja. So, ja, also Frau Wacker hat also sehr richtig gesagt, die Augen also lügen nicht. Ne? So, ich glaube, deswegen also sagen die Leute also Brillen in den Städten. So, ja. Und hier also hat Frau Eier hat etwas geschrieben, das ist sehr, sehr lustig und sehr wahr. Auch, also Menschen haben zwei Augen, zwei Ohren, aber nur eine Sinne. So, ich glaube, ja, also Gott hat uns also zwei Augen und zwei also Ohren und zwei also Nasenlöchern und zwei Hände, zwei also Beine gegeben, vielleicht, sodass wir mehr also hören, mehr sehen, aber wenig sprechen. Aha. So, deswegen so, ja. Ich glaube, Gott braucht dass die Menschen wenig sprechen, nicht so viel sprechen, aber einige Menschen, ja, einige Menschen, also glauben das gar nicht. Sie benutzen ihre Augen wenig, sie benutzen ihre Ohren wenig, aber sie benutzen ihre Zunge sehr, sehr viel. Und das ist der Grund, wie wir so viele Probleme haben. Aha, das haben wir ja auch von Ihnen gehört. Ja. Genau. Okay, alles klar. Noch ein Information, das habe ich bemerkt, dass wenn wir hören etwas, wenn wir hören zu, dann zeigen wir mit dem Augen, dass ja, ich habe das gehört oder ich habe das nicht gehört. Da steht die, ja, wie sagt man, Verbindung mit diesen Augen. Genau, ist das. Mit die Augen und Ohren soll man mit einer Verbindung halten. Klar, ja. Frau Lina will was sagen und dann vielleicht auch ja. Minu. Ja, Lina, bitte. Ja, und ich wollte etwas hinzufügen, dass in Marathi sagen wir das unter Gehirn steht. Inzwischen dem Ohren und wenn irgendjemand über uns etwas Negatives sagt, dann soll man von einem Ohr das hören und das nicht in der Gehirn gehen lassen, sondern mit den anderen Ohren ist man weggehen lassen. Aha, überhören. Ja. Okay, klar, richtig. Wir müssen nicht alles hören. Wir hören auch nicht alles. Eigentlich, wir hören nur, was wir hören wollen. Ansonsten hören wir nicht. Genau, genau. Ja, Frau Fanny, Entschuldigung, Herr Fanny, Sie haben total recht. Ja, so wir, Entschuldigung, ja, okay. So wir hören, was wir also hören wollen, wir haben total recht. Und diese Eigenschaft ist bei Männern sehr viel. Ja, so, und besonders also mit was sagt man Ehemännern, ja, das sagen alle Frauen hier, Männer hören sie gar nicht zu, so, weil die Männer also diese Eigenschaft haben, diese Qualität haben, dass sie nur die Sachen hören, die sie also hören wollen. Aha, also so. Das ist eine Qualität nach dir. Vielen lieben Dank. Ja. Kunal, ja. Du bist dran jetzt, Kunal. Ja, ich wollte nur sagen, dass Augen, egal wie schön oder gute Augen haben wir, wir können nicht sehen. Wir brauchen das Licht auch, dann können wir sehen. Und beim Hören, egal wie gute Ohren haben wir können nicht hören, wenn wir nicht da geistig angesehen. Das manchmal passiert, wenn man im Unterricht nicht geistig da ist, er kann nicht das hören.
So, Gehirn spielt auch eine große Rolle, alle zu analysieren. Und die sind, kann man sagen, Input-Maschine. Wir nehmen Dateinformationen von diesem Sinne und analysieren. Und wie analysieren wir das? Das kommt darauf an das Gehirn. So, das ist ja auch ein Punkt hier. Ja, und Ohr, Augen und Ohr sein bedeutet, ich glaube, das ist eine Redewendung, das bedeutet achtsam sein, weil es viele Möglichkeiten da gibt. Und wenn wir achtsam sind, bewusst sind, können wir diese Möglichkeiten benutzen und ja, uns verbessern. Ja. Kunal, eigentlich erinnere ich nicht genau, aber es gibt eine Episode oder Szene, wo Udho ist da, Krishna, Udho und Sakhis, okay, Radha vielleicht. Und dann sie fragen, Udho, wie sieht Kana aus? Aber dann Udho sagt, meine Augen haben das gesehen, aber meine Augen können nicht sprechen. Wie? Ich bin hilflos, ich kann das alles nicht erklären. Das ist ja eine Tragödie. Ja. Sie können das ja, nicht. Ja, Sie haben das gesagt. Ja, richtig. Die Augen, die Krishna gesehen haben, keine Zunge. Die Zunge, die Krishna gesehen haben, keine Augen. So, wir sind beide hilflos. Genau, richtig. Okay. Ja, und ja, bitte. Nein, Suninder, du bist dran. Also, ja, ja, eigentlich, was Kunal schon gesagt hat, dass wir sollten aufmerksam sein, also was schon in der physikalischen Welt passiert, also alles zuhören, zusehen und gut aufpassen. Das ist eigentlich die Bedeutung davon, was wir heute diskutieren. Und ich glaube, wenn man viel Wert auf seine oder ihre innere Welt geht, dann ist es die wichtigste Tat. Also wir können nicht viel Wert immer auf den anderen legen, sei es unsere Familie, sei es unsere Kinder oder Eltern. Also wir sollten aufmerksam bleiben, dass was in unserem Gehirn läuft. Also sind wir von den negativ oder positiven Gedanken erobert, und wenn wir die Antworten schon gefunden haben, dann sollten wir versuchen, wenn positiv, dann schon gut, dann sollten wir das weitermachen, und wenn negativ, dann sollten wir also versuchen, diese negativ zu positiv, diese Denkweise zu ändern. Damit können die Lernenden vielleicht vier oder mit so viel Viewer beschreiben sie in drei oder vier Sätze. Also hier sind so viele Sachen, und sie können ihre eigenen Erfahrungen damit mischen und vermuten und so weiter. Aber hallo, drei Sätze für ein ganzes Bild in über ein Picknick. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass wir genau sehen, aufmerksam sein, achten, beachten und dann unseren Erfahrungen vorrufen und dann mischen und dann sprechen. Also das braucht viele Mühe. Oder Geduld, hm? Geduld von unserer Seite. Ja, vielleicht. Nein, eigentlich, ich habe gar keine Ahnung, also worüber Sie gesprochen haben. Ich habe etwas verpasst. Ja. Ja, aber ich Beschreibung. Mit, ja, ja. Stimme mit. Ja, kam dazu. Also das ist auch in meinem Fall also passiert. Also als ich Studentin war, nicht als ich Lehrerin war. Ja, aber, ja, so. Und das kann ich Liebe nicht verstehen. Ja, aber damals hatte ich nicht dieses Verständnis. Und wenn ich dieses Verständnis schon gehabt habe, ist das alles schon vorbei. Also ich gebe meiner Lernenden einigen Tipps, dass diese fünf W-Fragen, was, wo, wann, wer, wie. Und wenn du ein Bild bekommst, einfach über diese fünf Fingern als wie Fragen nennen und oder halten und dann
Antwort dieser fünf W-Fragen, mindestens bekommen wir fünf Sätze darüber. Genau, genau. Und warum ist nicht so wichtig für Sie? Okay. Genau, ja. Fünf. Hallo. Shubham, bitte Shubham. Ja, ja. Heutiges Thema ist Ohr sein und Augen sein. Wichtiges Thema. Gott sei Dank, dass Gott hat mir, Gott mir zwei Augen und zwei Ohren gegeben hat, damit ich ihnen zu gut hören und zu gut sehen kann. Und it was your Thema, dass wir alle haben zwei Augen. Jeder hat zwei Augen, aber niemand hat die gleiche Ansicht. Und gleichfalls, jeder hat zwei Ohren, aber niemand hört die gleiche Gesicht. Die Ohren und die Augen, die sind Sinneorgane. Und das Gefühl, wir bekommen Gefühle von den, von diesen Organ, Sinneorgane. Es ist nicht, ich denke, es ist nicht zu tun mit nur körperliche Organe oder Sinneorgane. Unsere Sinneorgane alle analysiert alles. Aber unsere Seele, wie sagt man, Seele, die versteht nur gefühlweise. Die Augen können sehen, aber Seele, unsere Seele, die nur versteht gefühlweise. Die Augen und Ohren sprechen über Sensibilität, aber unsere Gefühle, es nur akzeptiert alles, so wie es ist. Und wenn Herr Seni hat schon gesagt, dass Sakya von Krishna immer erinnert an sich Krishna, weil sie waren so in ganz verliebt in Krishna, wie zum Beispiel, wenn eine Person verliebt ist, dann kommt die Analyse nicht in den Fragen. Und das einzige Gefühl, das in Seele liegt, ist nur Acceptance. Und das ist sehr wichtig. Die Körper versteht nur die körperliche Sprache, aber die Seele versteht nur die Gefühlsprache. Ja, das ist meine Meinung. Ja, vielen Dank. Bitte schön. Also wenn man verliebt ist, dann man sieht nur ja eine Person. Man will nur diese Person hören, meinst du? Ja, wenn man in jemandem verliebt ist, dann versteht die Person, nicht persönlich, aber gefühlweise versteht. Es ist ganz verbunden mit dem Gefühl, mit Seele. Okay, oder mindestens behauptet man so, ja, richtig, Sie haben recht. Freunde, wir haben fünf Sinnen, ja? Augen, Ohren, Mund und Haut. Was ist noch übrig? Ich Nase. Habe, was? Nase. Oh, okay. Sind die anderen drei weniger wichtig oder was denken Sie? Vielleicht ein bisschen, also, ja? Ja, ja. So, ich würde so sagen, alle Sinne sind also gleich wichtig für uns, ja. Zum Beispiel, also stellen Sie also so vor, stellen Sie sich so vor, Sie sehen einen Film, ja. Und aber es gibt also keine Stimme, ja, keine Laut. Sie sehen nur die Szenen, ohne Ton. Dann vielleicht vermuten Sie den Film ganz anders. Und zweites Beispiel, Sie hören einen Film. Sie können das nicht sehen. Sie können nur hören. Dann vielleicht würden Sie die Szene ganz anders vorstellen. Ja? So, wenn diese zwei Sinne zusammenkommen, dann erstellen Sie eine Fantasie. Ja? Sie könnten sehen, Sie könnten hören. Dann gibt es einen anderen Zauber. Ja? So, das ist eine Fantasie.
Und so, wenn Sie in einem, also das ist ein Beispiel von Film, aber wenn Sie in einem realen Leben sind, ja, Sie treffen also Leute, Sie treffen Ihre Freunde und so, viele Leute, dann brauchen Sie Augen, brauchen Sie Ohren, brauchen Sie auch Nase, ja, die Dufte, also sprechen auch so viel, ja, Dufte von Menschen, es gibt also ein besonderer Duft von einer Person. Ja, so, man riecht das auch. Man riecht das auch. Also, das ist so absichtlich, aber das passiert. Ja, ein Kind, also, riecht seine Mutter. Ein Mann riecht seine Frau. Und, also, umgekehrt und so weiter. So, ich glaube, Nase ist auch, also, gleich wichtig. Mund, ja. Was, das Beispiel, Hexani gegeben hat, also, ich weiß nicht, ich habe nicht also diese Literatur gelesen, aber man kann sehen, aber man konnte nicht sprechen. Aber ja, stellen Sie sich so vor, wenn man sehen könnte, auch sprechen könnte, wäre das so wunderbar. Ich kann sehen, ich kann sagen, was ich gesehen habe, ich kann hören, ich kann wieder sagen, was ich gehört habe, ich kann riechen und ich kann auch sagen, was ich also gericht habe. Ja? Und fühlen, ja. So, ich würde sagen, Haut oder also diese Eigenschaft, etwas zu fühlen, ist sehr, sehr wichtig, ja. So, was ich sehe, was ich höre, was ich also rieche, was ich also spreche, könnten viele Leute sich fühlen und vielleicht anders fühlen. Das ist sehr, sehr wunderbar. So, ich glaube, Schwamm hat gesagt, viele Leute haben also Augen, aber sie haben verschiedene Ansichten. Das ist so wahr. Und ich glaube, das ist wegen also dieser Mischung von Filmsinnen. Wenn diese Filmsinne mischen, dann erstellen sie eine Fantasie, eine sehr schöne Fantasie. Und ja, und wir sind also dem Gott so dankbar, dass wir diese Filmsinnen haben. So, alle Sinne sind gleich wichtig, genauso wichtig. Genau. Ja, ich kann als eine Beispiel, warum oder wie wichtig oder wie gleich berechtigt die fünf Sinnen sind. Wenn man zum Beispiel eine Suppe oder unseren South Indian Coffee genießen will, dann brauchen wir unseren fünf Sinnen. Das in eine Tasse präsentiert wird mit so viel Schaum oben, Bubbles oben, das ist für Sehen. Dann riechen wir die frische Duft daraus und dann tasten wir mit unseren Hand und dann tasten wir mit unseren schmecken wir mit unseren Zunge und dann nur dann können wir das total genießen und dann haben wir Erinnerungen daran und wenn wir daran denken und dann können wir auch das gut genießen. Wenn es ein bisschen anders ist, dann vergleichen wir und mit unseren fünf Sinnen kommt unser Leben zur Fertigkeit. Nur dann, meines Erachtens, nur kann man völlig leben. Ich bin wach, ich lebe noch. Nur wenn ich meine fünf Sinne habe, kann ich da so nennen. Das denke ich. Sie werden verrückt. Also sie lieben Kaffee so viel, dass immer sie davon träumen und ja, solche Beispiele geben. Gut. Ja, ohne Kaffee. Zum ersten Mal am Tag muss ich auf Kaffee, einen Kaffee sehen, ansonsten ist das ein Albtraum. Richtig. Und gerade wenn Sie das gesagt haben, dann haben Sie das auch gesehen, weil Sie irgendwann das früher gesehen haben. Und gerade hat Neeraj geschrieben, Augen essen auch mit.
Also, wenn man sieht, dann die Augen essen auch mit. Interessant. Ja, gute Vorstellung. Hallo. Ja, Jiten, ja. Bitte schon. Ja, guten Morgen an alle. Und ich möchte nur ein bisschen etwas sagen über das Thema. Ja, über Ihre Frage, dass nach meiner Meinung unsere Sinne sind Ernährung unseres Gehirns. Wenn wir haben etwas für unseren Körper, etwas, wenn wir essen etwas, wir brauchen Carbohydrate für Instant Energy, dann wir brauchen Protein für Muskeln und auch wir brauchen Fett für später Energie. So, das ist eine gesunde Ernährung. So wie wir haben diese gleiche, wir brauchen gleiche fünf Sinne und sie haben ja eigene Notwendigkeit und wir brauchen alle Sinne, besser zu erfüllen und genießen. Ja, richtig. Und wenn wir sowas nicht können, dann sind wir krank. So denken die Menschen. Ja. Die Gesellschaft, die Menschen erwarten, dass wir viel äußern. Und jemand, wenn nicht viel spricht, dann sie denken, er ist ja dumm oder taub. Das ist auch sehr interessant und Ironie, dass man muss heutzutage alles sagen. Ja, hallo. Ja, bitte. Hallo, Entschuldigung. Noch ein wichtiger Punkt, das habe ich bemerkt. Mit dem Augen, man kann anderen helfen mit gesundlichen Augen. Wir können der Person helfen. Wer braucht die Augen? Und das ist nicht möglich mit anderen vier Sinnen, ja, wie Ohren oder Mund. Also, ja. Was wollen Sie sagen? Was wollen Sie sagen eigentlich? Also mit gesund. Wir können die Augen geben, ne? Ja. Wir helfen mit Augen, meinen Sie? Nein. Ja, Sie wollen sagen, dass wir können unsere Augen nach unserem Tod spenden. Deswegen ja. Andere von. Ah. Ah, okay, aber nur, ja, helfen, ne? genau, so können wir, ja, richtig. Ja. Noch jemand? Will jemand Augen spenden? Das ist ja eine wunderbare Idee, natürlich, das ist wunderbar. Ja, ich habe schon gemacht. Sehr toll. Nicht gespendet, ich habe eine Formel ausgefüllt. Ja, wir müssen das versprechen und wir müssen das unseren engen Familienmitglied darüber sagen und nach einem Alter, wir haben Erfahrung, dass sie können diesen Entscheid an diese Entscheidung nicht erinnern bei diesem Anfall. Also wir müssen unseren engen Freundskreis darüber Bescheid geben. Das erinnere daran und gebe das weiter. Also ich habe das schon gemacht. Genau. Und die Augen haben kein Spice, Memory haben sie nicht. Zum Beispiel meine Augen, wenn jemand trägt und dann, was meine Augen bis jetzt gesehen haben, dann es gibt kein Gedächtnis, ne? Ihr seht nur weiter, aber was ich gesehen habe, kann man nicht. Also, hier würde ich sagen, ein Gedächtnis haben wir schon, das ist auch im Gehirn. Was wir sehen, alle Sachen, alle Dinge, alle Personen, werden in unserem Gehirn gespeichert. So, hard disk in unserem Gehirn. Richtig. Vielen lieben Dank, Freunde. Also, obwohl ich ein komisches Thema genommen habe, aber dann jetzt fühle ich, ja, das war ja ein gutes Thema. Sie haben so viele Ideen und Sie haben Ideen über alles. Also egal, jetzt muss ich nicht Sorgen machen. Sehr gut. Dankeschön. Also wir treffen...
Ja. Wenn es passiert so spät in der Nacht, dann können wir über, worüber sprechen wir heute, kann ein Thema auch sein. Wir sind so kreativ. Sehr gut. Ich bin ja sicher. Ich bin, ja, das wäre toll. Manchmal kommen neue Freunde, also heute sehen wir Niti, Dua ist da, sie ist vielleicht zum ersten Mal, Minu war vielleicht auch irgendwann da schon. Wollen Sie bitte das vorstellen? So lernen wir auch neue Menschen kennen. Ja, danke. Niti. Ja, Niti. Kannst du da etwas dagegen machen? Ja, ich kann helfen, die anderen. Ja, schon geholfen. Okay, kein Problem. Vielleicht will sie was sagen, aber dann wir hören nicht. Gibt es vielleicht technischen Fehler? Okay. Ja, Minu oder Niti, wollen Hallo, Sie ja. Bitte. Hallo, ja. Eigentlich, ich habe eine, ja. Ich habe Halsschmerzen, deswegen war ich ein bisschen schweigsam. Aber ja, ich bin, ich war, also gerade mache ich meine Lehrbildung. Ich heiße Meenakshi und ich komme aus Chennai. Und ich habe meinen C2 gemacht. Und eigentlich, ich habe vor 2 Jahren Deutsch unterrichtet. Und jetzt mache ich meine Lehrbildung und bereite ich mich für C2-Proof vor. Ja, das ist alles. Ja, ich kann nicht laut sprechen. Vielleicht nee. Nächstes Mal. Ja, ja, kein Problem. Mehr. Aber wir wollen nur ja kennenlernen. Ja, richtig. Vielen lieben Dank. Ja. Vielen Dank. Ja, Niti. Vielen Dank. Ja, Niti ist dran. Bitte schon. Okay, vielleicht nicht heute. Nächstes Mal, Niti stellt sich auch vor. Also, eigentlich, ja, ich komme ab und zu dieser Diskussion. Ja, heute habe ich nur einen Blick zugehört. Und das fand ich ganz toll. Ja, das Thema ist auch heute...